vom Bock gefallen, ein Vermummter ist auf die Kutsche gesprungen, hat die Zügel fest an sich gezogen, in hohem Tempo ging es davon. Und dann hat noch einer auf den König geschossen. Auf den König geschossen? Ja. Heiliger Bimbam. Ich bin noch ganz schnell hierher gelaufen. Nun, Mann, sachte. So ein König, der hat ja auch schließlich Leibwächter, ne? Schnell meine Jacke, das muss ich mir vor Ort selbst ansehen. Nee, du bleibst hier, das kommt gar nicht in Frage. Wenn man in die Politik will, muss man auch solche Krisen meistern, ne? Aber Papa, bitte geh nicht. Ich hab doch solche Angst um dich. Bitte bleib hier. Oh, Leutnant der königlichen Garde, das Haus ist beschlagnahmt. Aber um Himmels Willen, wir haben doch gar nichts verbrochen. Nun, Mann, sachte Bursche, das hier ist mein Haus. Zurück, ich habe den Befehl, das Haus für den König zu beschlagnahmen. Und für den König? Will er jetzt hier wohnen? Ach, halt du doch deinen Sappel. Dann lass mal den König kommen, der kann gerne hier logieren. Aber das ist doch hier kein Schloss. Leider. Aber der König will auch nur kurz hier wohnen, bis wir die Bande gefasst haben. Na, das wird eine Weile dauern. Nicht, wenn die königliche Gardenverfolgung aufnimmt. Naja, und Wachtmeister Frühauf ist ja auch noch dabei. Also hör auf, von deinem Wachtmeister Frühauf will ich nichts mehr wissen. Du hast doch gehört, was passiert ist. Sieht er nicht schick aus in seiner Uniform? Ein Prinz ist er aber nicht. Zurück und Achtung! Schnell, schnell, ein Stuhl für seine Majestät! Stehen zu Diensten, mein König! Nehmen Sie doch erst einmal Platz! Herr Respekt, wenn ich bitten darf! Nur mein sachte Bursche, das ist mein Haus hier, nicht wahr, Herr König? Ist das alles? Nur Undank erntet man von seinen Untertanen. Ein schrecklicher Überfall. Sollen alle im Kerker verhungern. Oh, wir haben mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Nun halt du doch deinen Sappel. Es geht doch nicht um uns, sondern um diese Banditen da draußen. Aus dieser Gegend kommt die bestimmt nicht. Bei uns war immer alles friedlich in der Gemeinde. Man konnte auch nachts auf die Straße. Was machst du schon nachts auf der Straße? Das mag in der Vergangenheit ja auch alles so gewesen sein. Aber heute bin ich ein ganz, 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 ganz armer Mann geworden. Ja, mein ganzes Gold war noch in der Kutsche. Wovon soll ich denn jetzt all meine Bediensteten bezahlen? Also bekommen wir etwa kein Weihnachtsgeld? Wovon soll ich denn die Geschenke für meine Kinder kaufen? Was soll ich denn sagen? Wovon soll ich denn den Unterhalt des Schlosses finanzieren? Die Heizkosten werden doch auch immer teurer. Soll ich an Weihnachten etwa frieren, liebe Kinder? Feiern Sie doch Weihnachten mit uns! Dich hat keiner gefragt. Eine ganz dumme Idee. Kinder, so ein König gehört doch auf ein Schloss. Und viel Geld benötigt er natürlich auch noch, ne? Hoffentlich fängt man die Bande bei. Majestät, auf die Leibgarde ist Verlass. Alle sind bereits ausgeschwärmt. Haha, ja, ausgeschwärmt. Und die Kutsche ist mitsamt dem Gold vielleicht irgendwo in einer Höhle verschwunden. Höhle? Gibt es eine Höhle, sagst du? Nicht nur eine, ganz viele. Das ist so schrecklich. Das wusste ich ja noch gar nicht. Musst du immer dazwischen zappeln? Sie ist immer so ängstlich und noch dazu so vergesslich. Oh, schrecklich. Also, wenn ihr euch hier in der Gegend so gut auskennt, dann habt ihr vielleicht auch eine Idee, wo man meine Kutsche versteckt haben könnte? Ja, also, eine Idee. Ich meine, die Kutsche könnte in jeder Höhle sein. Hier gibt es hunderte davon. Ne? Was erzählst du da? Hunderte von Höhlen? Ja, hunderte. Das habe ich doch gesagt. Das ist ja furchtbar. Das kann man wohl sagen. Ganz ohne Geld lebt es nicht schlecht. Na, Kinder? Für wahr.
Also, mein König, ich wüsste schon, wie ihr wieder zu Geld kommt. Du willst das wissen? Das müssten wir natürlich unter vier Augen besprechen. Unter vier Augen? Das müssen doch nicht alle wissen. Ach so, ja. Leutnant, beziehen Sie Posten vor dem Haus. Zu Befehl, Majestät. Page ab. Ja, und ihr? Was gafft ihr hier so herum? Ihr habt doch gehört, was ich gesagt habe. Unter vier Augen. Na los, macht, dass ihr aus dem Zimmer kommt. Zack, zack. Ist das nun eine alte Motzbeulung oder nicht? Nein. Auf das Missgeschick müssen wir erstmal einheben. Einheben? Was ist das? Ah, soll's mal sehen, wenn der so die Kehle hinunterrutscht, sieht man alles viel klarer. Deshalb heißt er auch so. Nun mal runter damit. Ah, hätte gar nicht gedacht, dass der schon wieder so gut schmeckt. Was meinst du damit? Ach nichts, nur so eine kurze Bemerkung. Nur mal ganz runter damit. So ist gut. Was ist das denn für ein Zeug? Na, zwei muss man schon davon haben. Man soll ja schließlich auf beiden Augen klar sehen können. Oder? Ich möchte aber erst einmal wissen, wie du mir angeblich helfen kannst. Oder soll ich dich als Schwindler und Betrüger ins Gefängnis werfen lassen? Also, mein König, das wäre keine gute Idee. Denn nur ich weiß, wie der König zu viel Gold kommen kann. Mehr, als das er je hatte. Mehr, als ich jemals hatte? Was sage ich? Mal alles viel klarer, oder? Mir wird ganz heiß im Kopf. Boah, das kenne ich. Das ist ganz normal. Also, nun pass mal auf. Meine Tochter, die Gretel, ist ja an einem Sonntag geboren. Komm zur Sache oder ich lasse dich verhaften. Ganz ruhig, mein König, ganz ruhig. Also wie gesagt, unsere Gretel ist an einem Sonntagabend geboren. Und in der Nacht fielen ganz viele Sternschnuppen vom Himmel. So, Sternschnuppen sagst du. Ja, goldene Sternschnuppen. Und von denen fiel eine direkt hier vor unser Haus. Und da darf man sich ja etwas wünschen, nicht Kinder? So, etwas wünschen. Naja, das weiß man doch. Ich habe mir nur gewünscht, dass meine Tochter Stroh zu Gold spinnen kann. Stroh zu Gold spinnen? Deine Tochter? Ja, meine Tochter Gretel. Die kann Stroh zu Gold spinnen. Nur das darf keiner wissen. Sonst will doch jeder, dass sie Tag ein, Tag aus Stroh zu Gold spinnt. Aber warum hat sie das dann bisher noch nicht für euch getan? Ihr werdet doch reiche Leute. Also, mein König, wenn am Ende jeder so viel Gold hätte, wie er haben wollte, dann wäre es doch nichts mehr wert. Das leuchtet ein. Und genau deshalb habe ich es bisher noch niemandem verraten. Aber für euch, mein König, mache ich gerne eine Ausnahme. Du sagst also, deine Tochter Gretel kann Stroh zu Gold spinnen. Ich will sie sehen. Und wenn es stimmt, was du sagst, heiratet sie noch in diesem Jahr meinen Sohn. Na, das ist mein Wort. Darauf lass uns erstmal anstoßen. So, ich werde auch langsam ungeduldig. Hast du überhaupt eine Tochter?